Ich habe das neue kleinste iPhone, nämlich das iPhone 12 Mini, jetzt seit ein paar Tagen im Test gehabt und möchte gerne in diesem Video mein erstes Fazit abgeben, möchte darauf eingehen, wie kompakt das Gerät dann am Ende wirklich ist und ob es nicht doch vielleicht den ein oder anderen Unterschied zum iPhone 12 oder iPhone 12 Pro gibt. Sollten dich Videos wie dieses, erste Fazits oder Testberichte zu neuen Smartphones interessieren, dann würde es mich sehr freuen, wenn du jetzt einfach und unkompliziert ein Abo dalässt. Und wir werfen jetzt direkt nach dem Intro mal einen Blick auf das iPhone 12 Mini und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Das iPhone 12 Mini ist, wie der Name schon verrät, ziemlich klein und kompakt. Insgesamt haben wir ein 5,4 Zoll großes Gehäuse und damit ist es sogar kleiner bzw. kompakter als ein iPhone 7 oder iPhone 8 oder auch das neueste iPhone SE 2020, was Apple im März 2020 vorgestellt hat. Vom Design und von der Größe erinnert es eher an ein iPhone 5 oder iPhone 5S oder auch an das erste iPhone SE, was Apple 2016 herausgebracht hat, da wir eben wieder das kantige Design zurückbekommen haben, genauso wie beim iPhone 12 und iPhone 12 Pro auch, aber von der Größe ist es einfach nur einen kleinen Ticken größer als ein iPhone 5 und daher ist es hier sehr gut einzuordnen. Diese kleinere und kompaktere Größe ist gerade für Menschen mit kleineren Händen wirklich sehr praktisch, weil ich zum Beispiel jetzt an jede Stelle des Smartphones herankomme, ohne dass ich eine zweite Hand benötige und das ist auf jeden Fall im Alltag wirklich sehr hilfreich. Ich würde sagen, das iPhone 12 Mini ist aufgrund der Kompaktheit wirklich ideal, wenn man nicht allzu viel konsumieren möchte auf seinem iPhone, sondern einfach ein Smartphone möchte, was funktioniert, womit man sehr gut arbeiten kann und was leistungsstark ist, aber man nicht unbedingt Videos unterwegs schauen möchte oder Spiele spielen will oder auch längere Texte damit lesen möchte, weil dafür ist das Display dann doch schon zu klein. Für kleinere Casual Games zwischendrin oder mal eine Folge bei Netflix gucken geht es auf jeden Fall, aber natürlich nicht, wenn man irgendwie so ein Dauerkonsument ist, der sehr viel mit seinem iPhone machen möchte. Im Grunde kann man sagen, dass alles mit an Bord ist, was auch beim iPhone 12 mit dabei ist, bis auf ein paar kleine Unterschiede, auf die ich später noch einmal eingehe. Aber im Grunde ist das iPhone 12 Mini einfach ein geschrumpftes iPhone 12. Und das gilt natürlich auch für die Performance, denn wir haben hier den gleichen Prozessor verbaut mit 4 GB RAM, den Apple A14. Und dieser ist extrem leistungsstark. Das ist aktuell der leistungsstärkste Prozessor, der am Markt verfügbar ist. Daher braucht ihr euch da absolut keine Sorgen machen, dass das Smartphone in den nächsten Jahren entweder langsam wird oder keine Updates mehr bekommt. Also die nächsten 5 Jahre Updates sind auf jeden Fall mit dem iPhone 12 Mini sicher. Und natürlich könnt ihr mit der Leistung auch Spiele spielen oder auch mal ein Video rendern. Sprechen wir als nächstes einmal über das Display und in diesem Fall ist das iPhone 12 und iPhone 12 Mini das erste günstige iPhone, was mit einem OLED-Panel kommt und das iPhone 12 Mini, da es eben noch einmal 100 Euro günstiger ist als das iPhone 12, damit der allergünstigste Einstieg, den man beim iPhone haben kann, wenn man ein OLED-Panel möchte. OLED sorgt für stärkere Kontraste, sattere Farben und auch einen besseren Schwarzwert und dadurch, dass die Pixel ausgeschaltet werden, wenn sie nicht verwendet werden, schont das Ganze auch den Akku. Wo wir aber gerade schon beim Display sind, sprechen wir doch einmal über Displayschutz, denn Selby bietet für das iPhone 12 Mini und natürlich auch für alle anderen iPhones passenden Displayschutz an und in diesem Fall gibt es einmal The Fusion und The Curved und in diesem Video zeige ich euch einmal den The Curved Displayschutz. In der schwarzen Selby-Packung ist eigentlich alles mit dabei, um den Displayschutz perfekt anzubringen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Reinigungsmaterialien mit dabei und auch einen Applikator, den man auf das Gerät legen kann, um dann eben ideal den Displayschutz aufzutragen, damit man dann das Ganze nicht verschiebt oder sich Blasen bilden. Neben Displayschutz bietet Selby auch noch Ultra Slim Cases an. Eine davon verwende ich zum Beispiel bei meinem iPhone 12 Pro und diese sorgt natürlich dafür, dass einmal die Rückseite geschützt wird, aber auch der Rahmen nicht zerkratzt. Und das Schöne daran ist, dass diese so gut wie gar nicht auftragen. Die Cases sind wirklich super dünn, super leicht und verändern das Design des iPhones nicht, was ich sehr schön finde. Und es gibt eben auch durchsichtige Cases, so dass man auch noch die Farben des iPhones sehen kann. Solltet ihr also ein iPhone haben und ihr möchtet dieses gerne schützen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dann findet ihr den Link direkt zur Selby-Seite und solltet ihr noch kein iPhone haben, möchtet aber eins gewinnen, dann könnt ihr ebenfalls in die Videobeschreibung schauen, denn ich habe vor ein paar Tagen ein Gewinnspiel hochgeladen, ebenfalls in Kooperation mit Selby, denn dort verlose ich ein iPhone 12 Mini und da bekommt ihr auch direkt den Displayschutz und eine Ultra Slim Case mit dazu. Eins der schwierigsten Themen beim iPhone 12 Mini ist aber wohl der Akku, denn dieser ist nicht sonderlich groß. Mit 2227 mAh fällt er im Vergleich zu den anderen iPhones, aber auch zu Android-Smartphones wirklich ziemlich gering aus. Aber im Alltag muss man sagen, kommt man eigentlich relativ gut durch einen Tag, allerdings nicht, wenn man ein Hardcore-User ist.
Man sollte im Alltag also nicht dauerhaft im 5G-Netz surfen oder mehrere Stunden irgendwelchen leistungsintensiven Apps und Spiele verwenden. Wenn man aber wirklich nur WhatsApp nutzt, ein bisschen durch Facebook scrollt, Twitter verwendet und vielleicht mal ein bisschen im Netz surft und zwischendrin so ein Casual Game spielt, dann kommt man auf jeden Fall auf etwa 5 Stunden Screen-On-Time. Das heißt, man kommt eigentlich gut durch einen Tag, aber wenn man möchte, bekommt man den Akku auch viel schneller leer. Vielleicht ist an dieser Stelle ein Vergleich zum iPhone SE 2020 noch ganz spannend, denn der Akku dort hat nur 1821 mAh, also nochmal etwa 400 mAh weniger. Und auch da kommt man in etwa durch einen Tag, obwohl man da kein OLED-Panel hat und natürlich auch nicht den Apple A14-Prozessor, der nochmal viel leistungssparender ist als der Apple A13. Und ich denke, wenn man sich da so ein bisschen dran orientiert, dann weiß man auch in etwa, wo die Akku-Zielgruppe des iPhone 12 Mini ist. Wie ihr mit Sicherheit wisst, ist das iPhone 12 Mini eigentlich das geschrumpfte iPhone 12 und dadurch ist nur der Akku kleiner und das Gerät ist insgesamt kompakter. Alles andere ist aber sonst eigentlich identisch. Wir haben in beiden Geräten 5G, wir haben die gleichen Kameras verbaut, daher sind auch die Bilder identisch gut und insgesamt ist es eigentlich ein iPhone 12 in kleiner. Es gibt aber doch ein paar ganz kleine Unterschiede, die ich euch natürlich hier nicht vorenthalten möchte. Und zwar wirkt zuallererst die Notch beim iPhone 12 Mini am allergrößten im Vergleich zu den anderen Geräten. Und das macht natürlich Sinn, weil die Notch überall gleich groß ist, aber das Display entsprechend kleiner oder größer ist. Und beim iPhone 12 Mini haben wir an den Seiten wirklich sehr wenig Platz. Und beim iPhone 12 Pro Max haben wir eben sehr viel Platz jeweils an den Seiten von der Notch. Und das wirkt natürlich dann insgesamt ein bisschen mehr gequetscht beim iPhone 12 Mini. Ich denke aber, dass die meisten das gar nicht bemerken werden. Ein optischer Unterschied befindet sich auf der Unterseite des Gerätes, denn dort haben wir natürlich den Lightning-Port und auch Lautsprecher und Mikrofone. Bei den Lautsprechern fehlt aber ein weiterer Lautsprecher. Wir haben dort nämlich nur 2. Beim iPhone 12 haben wir dagegen 3, genauso wie beim iPhone 12 Pro. Und beim iPhone 12 Pro Max haben wir ganze 4 Aussparungen bzw. Löcher für den Lautsprecher. Und auch das hört man im Alltag nicht wirklich. Also ich würde sagen, die meisten merken den Unterschied da gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Wir haben hier eben entsprechend weniger Löcher für die Lautsprecher. Und zu guter Letzt ist es übrigens nicht möglich, mit 15 Watt über den MagSafe Charger zu laden, wie beim iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Bei dem iPhone 12 Mini haben wir nur 12 Watt, warum auch immer. Leider ist das hier ein bisschen limitiert, allerdings wird auch das jetzt nicht so einen großen Ausschlag geben im Alltag, dass es jetzt viel, viel langsamer auflädt. Von daher sollte es auf jeden Fall erwähnt sein, im Alltag macht das aber keinen wirklichen Unterschied. Und da sind wir dann auch schon bei meinem Fazit im Alltag und ich muss sagen, wir haben hier ein super schönes, kompaktes Gerät, was mit Sicherheit sehr, sehr viele freuen wird, in einem neuen Design. Wir haben 5G, wir haben ein OLED-Smartphone und wir haben den Apple A14-Prozessor, das heißt die gleiche Leistung wie in den viel teureren Modellen und daher finde ich, haben wir hier wirklich ein sehr gelungenes Gerät, was sogar verhältnismäßig vom Preis durchaus in Ordnung ist. Der Akku ist auf jeden Fall leer zu kriegen, also für Pro-Nutzer, die wirklich sehr, sehr viel am Tag mit dem Smartphone machen, mit dem iPhone machen wollen, viel unterwegs streamen wollen, vielleicht mal ein Spiel spielen wollen und das Ganze immer auf Höchstleistung und das iPhone soll wirklich volle Kanne durchhalten. Die sollten sich vielleicht nicht für das iPhone 12 Mini entscheiden, aber die, die gerne ein kompaktes, kleines Smartphone haben wollen, die vielleicht sogar iPhone SE 1 Nutzer waren und sich beim iPhone SE 2 nicht so richtig entscheiden konnten, ob sie dieses Design wollten, die sind mit dem iPhone 12 Mini eigentlich perfekt beraten. Denn im Grunde habt ihr alles, was ihr im iPhone 12 habt, im iPhone 12 Mini noch einmal ein kleiner und kompakter und daher wird sich hier auf jeden Fall eine sehr große Zielgruppe finden, die kleine Smartphones lieber mag. Das soll es dann aber auch von diesem Video und meinem ersten Fazit zum iPhone 12 Mini gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft mir gerne eure Meinung zum iPhone 12 Mini mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.